Heard a story about a man. Ich habe eine Geschichte von einem Mann gehört. I think he is in his 60s. Ich glaube, der ist um die 60. He went to the doctor. Er ist zum Arzt gegangen. And the doctor said, some of your arteries are blocked. We need to clean that up. Und hat gesagt, deine Arterien sind irgendwie verstopft. Das müssen wir rausholen. Die müssen wir reinigen. Just come for it will take an hour and then you can go home. Das dauert eine Stunde. Kommst du vorbei und dann kannst du wieder nach Hause. And she said, okay. Und er hat gesagt, okay. But while they were doing that, und während sie das gemacht haben, one of the arteries got destroyed. Ist eine der Arterien kaputt gegangen. And he had a stroke. Und er hatte einen Schlaganfall. He could not speak. Er konnte nicht sprechen. He lost his entire memory. Er hat sein gesamtes Erinnerungsvermögen he verloren. Use the left side of his body. Die linke Körperhälfte war gelähmt oder konnte and er nicht einsetzen. He was laying there on the bed. Und er lag da im Bett. And, he didn't recognize his own family. Und seine eigene Familie hat er nicht erkannt. And then two friends came and prayed with him. Und dann sind zwei Freunde vorbeigekommen, die haben für ihn gebetet. And while they, when they came in the room, und als sie in den Raum kamen, he started to pray in tongues. Hat er angefangen, in Sprachen zu beten. It was amazing. Das war erstaunlich. The doctor said to the family, der Arzt hat ja zu der Familie gesagt, he will never recover. Er wird sich davon nie wieder erholen. His brain has strong damage. Sein Gehirn hat starke Schäden erlitten. Er hat sich zu der Frau gewandt. You will have to take care of him now forever. Du musst ihn jetzt für immer, ja, bis zum Ende pflegen. And the wife said, und die Frau hat gesagt, first of all, zuallererst, you don't know my God, kennst du meinen Gott nicht, and you don't know my husband. Und du kennst auch meinen Ehemann nicht. 2 days later, 2 Tage später, the man was totally healed. War der Mann vollkommen geheilt. He did not remember that anything ever happened. Und er konnte sich nicht daran erinnern, dass irgendwas passiert and war. Then then the people said to him, you prayed in tongues. Und dann haben die Leute zu ihm gesagt, du hast in Sprachen gebetet. He said, I don't remember that. Er hatte gesagt, ich erinnere mich so daran he asked nicht. The Lord, also hat er den Herrn gefragt, how was I able to pray in tongues? Wie war ich in der Lage, in Sprachen zu beten? And the answer is simple. Und die Antwort ist einfach. Tongues is connected to your spirit and not to your brain. Sprachengebet ist mit deinem Geist verbunden und nicht mit deinem Gehirn. A powerful. So after 2 days, nach 2 Tagen, he got out of the hospital. Ist er aus dem Krankenhaus entlassen worden. No symptoms, keine Symptome, no nothing. Nichts, gar nichts. Glory be to God. Ehre sei Gott. Hallelujah. Hallelujah. I heard this testimony yesterday in more detail, but and I enjoy it so much. Ich habe das Zeugnis gestern gehört mit noch mehr Details und das habe ich so sehr genossen. So a stroke is not the worst thing that can happen to you. Ein Schlaganfall ist also nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. Cancer is not the worst thing that can happen to you. Krebs ist auch nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. The worst thing that can happen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, is that you live without God. Ist, dass du ohne Gott lebst. That's the worst thing that can happen. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. But anything else. Aber alles andere. It's not the worst case. Ist nicht das Schlimmste. Because God is faithful. Weil Gott treu ist. We have